Liebe Mitchristen, der heutige Allerseelentag ist ein besonderer Gebetstag für die vielen Verstorbenen, die noch der Erlösung bedürfen, die auf dem Weg sind zum Himmel, aber noch nicht angekommen sind. Die sogenannten armen Seelen im Fegfeuer. Das ist ein sehr altertümlicher Begriff und man versteht das Ganze auch sehr leicht falsch. Fegfeuer bedeutet nicht, dass da ein rachsüchtiger Gott es dem Menschen heimzahlt. Fegfeuer ist keine Hölle Leid. Fegfeuer bedeutet, dass Menschen im Licht der Liebe Gottes ihr Leben anders sehen. Auch all ihr Zurückbleiben hinter ihren Möglichkeiten, hinter dem, was Gott für sie alles bereitet hätte, was Gott ihnen alles ermöglicht hätte in dieser Welt. Fegfeuer bedeutet, dass Gott mich vollendet, dass Gott mich richtet, dass ich manchen schmerzhaften Prozess auch der Läuterung, der Vergebung, der Annahme gehen muss. Und wir wissen, gerade solche seelischen Prozesse können sehr lange dauern. Wenn wir für die armen Seelen im Fegfeuer beten, das Feuer ist hier ein Bild für die Liebe. Für die Liebe, die stärker ist als alles Unheil, als alles Böse, als jede Sünde. Für die Liebe, die jede Wunde zu heilen vermag. Hier geht es nicht darum, dass Gott Menschen quälen möchte, nein. Und diejenigen, die in diesem Zustand der Läuterung sind, die wissen auch, dass sie dieses Ziel, den Himmel, erreichen werden, dass sie nicht verworfen sind. Die haben eine große Hoffnung. Aber sie wissen auch, dass sie einen inneren Weg zu gehen haben. Und wir alle wissen, wie gut es tut, wenn man einen Weg nicht allein gehen muss. Wenn da jemand ist, der mitgeht, der mitfühlt, der mitbetet. Und genau darum geht es, wenn wir für sie beten. Es geht nicht darum, dass wir Gott umstimmen müssen, verkürze ihnen ihre Qual, denn Gott will niemanden quälen. Es geht darum, dass wir ihnen die Gnade erbitten, die Gnade Gottes annehmen zu können, das, was an ihnen geschehen muss, zulassen zu können, das loslassen zu können, was sie in unguter Weise bindet und belastet, dass sie es zulassen, dass Gott sie befreit. Und wir alle wissen, es ist gar nicht immer so einfach, sich helfen zu lassen. Einzugestehen, dass ich es aus eigener Kraft nicht kann. Deswegen werden sie auch arme Seelen genannt.
Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, wie wir, das ein oder andere in Ordnung zu bringen, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu schenken. Die Tradition der Kirche sagt auch, sie können nicht mehr für sich selbst beten, nur mehr für andere. Sie können für sich selbst nichts mehr tun. Sie sind radikal angewiesen auf Gott und auf das, was wir ihnen schenken. Und dass gerade unser Gebet ein Zeichen der Liebe, der Verbundenheit, der Dankbarkeit über den Tod hinaus. Das ist sehr schön dargestellt, hier drüben bei unserem Marienaltar, von Ihnen aus gesehen rechts, wo ein Engel den armen Seelen einen Blumenstrauß bringt. Ein Blumenstrauß, der ihnen deutlich macht, ihr seid nicht vergessen, auch nicht von uns. Wir beten für euch. Und wir bitten euch, dass ihr für uns betet, denn das könnt ihr. Wir sind euch dankbar. Wir sind euch verbunden. Unsere katholische Kirche feiert die heiligen Messen für die Verstorbenen. Und auch da geht es nicht darum, dass wir Gott umstimmen, sondern dass wir bekennen, allein in deinem Tod und deiner Auferstehung, Jesus, finden sie Heil und Rettung. Und in diese Liebe, die sich ganz hingegeben hat, in diesem Jesus von Nazareth, in jedem Blutstropfen, den er für uns vergossen hat am Kreuz, in diese Liebe hinein empfehlen wir unsere Lieben. Darum geht es, wenn wir die Heilige Messe feiern. Und wenn ich ein Messstipendium abgebe, dann geht es darum, einen kleinen Beitrag zu leisten für die Feier des Gottesdienstes, für die Ausgaben, die da sind. Eine Messe kostet nicht 5 Euro. Eine Messe ist unbezahlbar. Aber es ist eben ein kleiner Beitrag dafür, dass dieses Gebet, dieser höchste Lobpreis stattfindet. Und was man auch nicht vergessen darf, jede Messe, die du lebend mitgefeiert hast, wird dir ein Vielfaches mehr bringen als die, die für dich einmal gelesen wird. Wir müssen aufpassen, dass diese wertvolle Tradition, diese kostbare Unterstützung unserer Verstorbenen nicht wegfällt. Weil wir unseren Glauben verkürzen, so nach dem Motto Tod und dann kommt sofort der Himmel. Wer von uns stirbt schon vollendet? Wir werden alle unvollendet sein, wenn wir ehrlich sind. Und das ist auch was Tröstliches, dass wir nicht fertig sein müssen, wenn wir sterben. Gott wird uns vollenden. Man kann das Fegfeuer auf vergleichen, das Bild des Fegfeuers ist manchmal schwierig, mit einem Krankenhaus, wo jeder gesund entlassen wird. Auch das wissen wir. Wenn du im Krankenhaus bist, das ist nicht immer schön, meistens nicht. Aber es dient der Heilung. Da geht es nicht darum, dass mich jetzt Ärzte quälen, sondern dass ich geheilt werde. Neben der Heiligen Messe ist es der Besuch der Gräber und das Gebet für die Verstorbenen.
Die Kirche kennt auch den Allerseelenablass. Mit dem Ablass tun wir Deutsche im Land der Reformation uns schwierig, weil wir sogleich an das Zerrbild denken von Ablass, das es gegeben hat. So nach dem Motto, man könne sich den Himmel kaufen, man könne sich den Himmel verdienen. Aber darum geht es nicht. Der Ablass geht letztlich davon aus, dass all das Gute, all die Verdienste, die da sind, im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu von Nazareth, in der Schar der Heiligen, dass da ein größerer Schatz an Gutem da ist, der all das auffüllen und ergänzen kann, was fehlt. Und diesem Schatz an Gutem, an Gnade, an Heil vertrauen wir unsere Verstorbenen an, wenn wir ihnen einen Ablass zuwenden. Zum Ablass gehört immer die eigene Hinwendung zu Christus, indem ich beichte, indem ich die Kommunion empfange, indem ich mich enger mit diesem Jesus verbinde und verbunden mit ihm mitwirke am Heil meiner Lieben. Und dann das Gebet am Grab, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria, in großem Vertrauen, dass Gott seine Gnade ausschüttet. Dieses Gebet, diese Ablässe sind ein wunderbares Zeichen der Solidarität über den Tod hinaus. Es geht nicht nur um mein Heil, sondern wir sind als Glieder dieses einen Leibes Christi, als Glieder der Kirche miteinander verbunden, füreinander verantwortlich über den Tod hinaus. Schenken wir unseren Verstorbenen dieses Gebet. Manchmal werde ich auch gefragt, ja, braucht denn Gott das alles? Warum macht das eigentlich nicht allein? Braucht Gott mein Gebet? Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, Gott hat den Menschen ohne sein Zutun erschaffen, aber er wollte ihn nicht ohne sein Mitwirken erlösen. Gott will unsere Gebete brauchen. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Vater, der ein Gartenhäuschen baut. Natürlich kann der das alleine, vielleicht auch schneller. Aber er freut sich, wenn seine Kinder mitwirken, wenn die mitwerkeln, wenn die ihre Freude daran haben. Und ich glaube, so ist es auch bei Gott. Natürlich kann Gott ohne uns, aber er will nicht ohne uns, weil wir ihm wichtig sind. Sehen wir das Gebet für die Verstorbenen nicht als lästige Pflicht, sondern als Geschenk, als Möglichkeit, ihnen etwas Gutes zu tun über den Tod hinaus, als eine Brücke, die wir schlagen können hinein in die Ewigkeit, um sie spüren zu lassen, ihr seid uns wichtig. Wir sind euch in Liebe zugetan und verbunden. Wir sind euch dankbar. Und wir hoffen, dass auch ihr für uns eintretet und dass wir uns eines Tages einmal wiederfinden vor unserem Gott, der uns geschaffen hat für den Himmel, für ihn und füreinander. Amen.